Und herzlich willkommen hier zurück zu The God of War. Ja, wir sind hier wieder bezüglich Gott des Krieges. Und, ja, ich würde sagen, wir begeben uns dann mal weiter zur, in Richtung der Reise, sag ich jetzt mal. Komm her! Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also na? Das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, bevor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Okay. Er kann vielleicht mit Tieren reden. Vielleicht hat er da so eine Gabe. So als Sohn des Gottes, der Krieger. Des Krieges. Ne? Mal als Kratos Sohn. Könnte es ja gut sein, dass er da so eine Gabe hat. So eine extra Dingsgabe. So, den habe ich glaube ich schon. Ne? Zack. Genau. Wahrscheinlich schon zwar. Okay. Gehen wir rüber. Zurück in die Dingswelt. Tag. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Okay. Wollen wir mal schauen, ne? Licht ab nach Midgard. Ja, wir können ja mal schauen. Uns mal auch hier ein bisschen umschauen. Vorher. Ah. Okay. Naja. Okay. Ach, scheiße. Falsche Richtung. Müssen hier rüber. So. Dann schauen wir mal, ne? Das Licht. Bifrost. So. Und wir wollen nach Midgard. Mal was ist das? Helmheim. Weltenruhe wird niemals. Was? Odin hat den Zugang zu dieser Welt. Zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrune wird niemals funktionieren. Svartalfheim. Okay. Asgard. Niflheim. Weltenrune betreten. Zum Betreten dieser Welt fehlt. Fehlt ebenfalls. Nicht verfügbar. Fehlt. Achso, Dreieck drücken. Dreieck. Die Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. So, okay. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Na? Brock, wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge.
Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber geil. Weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Zeichen der Zwerge erhalten. Verbessert. Einmal raufgehauen und rübergeworfen. Wow. Geil verbessert. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Wintern nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir den Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Ein Zugangstein? Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ja, Finn. Ah, der ist so gut mit der Abwehr, ne? Aber dafür brauche ich halt noch ordentlich was. Metallplatten. Alter. Ey, ist das teuer. Ei, ist das teuer. Mann, ne? So. Das würde zwar um 6 fallen, aber 13 erhöhen, ne? Ah, die Runenkräfte wäre aber auch um 5 jeweils weg. Das ist Stärke, Abwehr. Links. Ja, aber dafür brauche ich Trümmer der Vergessenen. Kleiner? Nee. Oh, du hast dich entschieden. Wachsende Schutzbarriere. Hohe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, der Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert. Nachdem ein Gegner in die Luft geschleudert wurde. Komm. Ausrüsten. Zack. Oh. Geheimarmschienen. Nee. Irgendwelche Dingsteile. Okay, was haben wir hier noch? Das ist Kram, den ich halt nicht habe. Also das dürfte dann fürs Erste rein. Weg. Auch weg. Artefakte. Ja, habe ich noch nicht wirklich alle. Sollte ich vielleicht behalten. Erhaltene Ressourcen. Schauen wir mal später. Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Naja, du mich auch. Gehen wir weiter. Ja, wie gesagt, das... Hast du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Ja. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um?
Deine Wahl. Ich schaue mich später noch um. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich jetzt erstmal irgendwie voll Bock auf die Story. Wow. Voll Bock auf die Story habe. Und weniger auf hier diese ganze Nebensammelaktion. Und vor allen Dingen die Nebensammelaktionen kann ich ja immer noch im Nachhinein. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Dings. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also. Da ist ein. Ist das Süden? Südwesten? Gut. Hey! Mach dich bereit, Junge! Zack. Zack. Alter, sind die schnell! Gott, sind die schnell. Halleluja. Sind aber ziemlich schnell. Draugr, schnell. Was ist furchterregender als ein Draugr? Ein Draugr, der ganz schnell auf dich zurennt. Mutter sagte, manche Draugr haben besondere Kräfte und diese hier stoßen Feuer aus den Beinen aus, bewegen sich im Kampf sehr flink, und bewegen sich im Kampf sehr flink. Wir müssen vorsichtig sein. Oh ja, das wäre. Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Okay. Die auch nicht. Die ganze Schiffe kann ich das nicht lesen. Kann ich noch nicht lesen, okay. Dann hau ruck, würde ich sagen. Juppala. Tipp mal die. Ich kann sie nicht lesen. Nee. Okay. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Oh ja. Das spart uns tatsächlich Zeit. Hoppala. Warte mal, haben. Das hier sind doch diese Dinger, wo wir die Steine reingelegt haben, ne? Liegt hier irgendwo... Aha, ich wollte gerade sagen. Liegt hier irgendwo so ein Stein? Geht... Ist doch verständlich dann. Junge. Junge. Interessant. Ja, rüsch. Tada, Wissensmarkierung. Hütet euch vor Seidere. Hütet euch vor Seidere. Und allem, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und steht im Wandel. Wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen? Hm, wer weiß. Zack, komm her, Junge. Wir klären mal schnell rüber. Jupp. Zack. Hab. Und... Rums. Okay, weiter geht's. Oh, das hört sich nach Sindri an. Na? Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Du mich auch. Na, hast du was entdeckt oder was? Moment, ich höre etwas. Wölfe! Und bleib auch unten!
zack. So. Zack. Okay. Bestiarium. Giftwolf. Wir müssen auch besonders vorsichtig sein, dass wir nicht in ihr Erbrochenes treten. Es ist giftig und es riecht auch echt ekelig. Ja. Ich habe aber dann was gesehen. Aha. Erstmal habe ich hier noch Hacksilber. Und meist mal so. Tada. Rum. Ah, geheimer Hüftschutz. Naja, nicht wirklich. So. Warte mal. Erstmal haben wir da oben noch eine Truhe. Hier irgendwas? Nö. Sindris Himmelsträger ist noch da unten. Wenn die nicht nach Klettern ist. Ja, du, ich wollte nur mal Ausschau halten. Und nein, mir ist nicht nach Klettern. Warum soll ich klettern, wenn nicht das Fahrzeug auch nutzen kann hier, ne? Den Himmelsträger. Na ja. Junge. So. Vater? Könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Er will die Axt tragen. Frage ist, warum? Natürlich. Da oben. Er hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Ja, schönes Ding. 4 von 15 Odinsraben. Schönes Ding, habe ich diesen komischen Raben endlich. Da komme ich nicht dran an die Truhe. Gehen wir weiter. Ich frage mich, ob die Hexe noch lebt. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Schwarzer Atem vertreibt. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm. Bringt es zu Ende. Weitergehen. Na komm.
blockiert. Dann klettern wir. So. Allerdings, bevor wir klettern, würde ich sagen, war's das erstmal wieder von God of War für heute. Diese Aussicht. Guckt euch diese Aussicht an. Oh, wie geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es denn weitergeht, hier bei The God of War und mir, eurem Livers Kissan.